Meine Damen und Herren, das Leben geht weiter. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, die zweite Lesung des. Wer Sekt trinken will, geht raus. Nicht machen, das wäre etwas Neues. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in hessischen Kommunen, Drucksache 19/6435 zu Drucksache 19/5961. Bitte, Kollegin. Berichterstattung, Frau Kollegin Goldbach. Oh. Ja. Hast du einen Fluss gehabt, oder? Herr Schaus hat sich gemeldet. Okay. Frau Goldbach muss erst berichten. Ja, ja, schon klar. Wo ist er denn? Sucht den Zettel? Ah, ja. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte, die Verzögerung zu entschuldigen, aber die Verfassung... bitte? Frau... Oh, Entschuldigung. Also, ich spreche es noch einmal ins Reine. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bitte, die Verspätung zu entschuldigen und möchte Ihnen jetzt den Bericht vortragen. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zu dem Gesetzentwurf der LINKEN für ein Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, Drucksache 19/5961. Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses lautet: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Enthaltung der SPD, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Goldbach. Erster Redner in der Debatte ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! DIE LINKE hat im Januar einen eigenen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, indem wir die gänzliche Streichung von Straßenbeiträgen im Kommunalabgabengesetz fordern. Damit gehen wir auch weit über die im FDP-Gesetzentwurf geforderte kleine Veränderung. Der soll in eine Kannbestimmung in der jetzt geänderten Form hinaus. Unser Gesetzentwurf stellt somit den inhaltlichen Gegenpol zu dem mutmaßlich später durch ein Jamaika-Zweckbündnis zu beschließenden Gesetz dar. Denn wir halten es für ein Unding, dass Bürgerinnen und Bürger, die bereits bei der Erstellung der Straßen vor ihrem Haus erhebliche Erschließungskosten gezahlt haben, zusätzlich auch noch für die grundlegende Sanierung dieser schon bezahlten Straßen herangezogen werden. Mit unserer Forderung nach gänzlicher Abschaffung der Straßenbeiträge stehen wir auch nicht alleine. Zahlreiche Bürgerinitiativen, die Land auf, Land ab zwischenzeitlich gegründet wurden, bisher 40 an der Zahl, fordern auch die gänzliche Abschaffung, so wie in anderen Bundesländern schon geschehen. Die Anhörung am 12. April im Innenausschuss zu den beiden Gesetzentwürfen von uns und damals noch der alleinige Entwurf der FDP-Fraktion haben mehr als deutlich gezeigt, dass die Straßenbeiträge sowohl bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern als auch bei den Kommunen große Probleme mit sich bringen und finanzielle Unsicherheiten und auch Wut erzeugen. Wir haben in diesen rund fünfstündigen Anhörungen eine Reihe von Kommunen gehört, die unserem Gesetzentwurf zwar zustimmen würden, aber aus lauter Angst davor,
dass sie die ausfallenden Mittel eben nicht vom Land 1:1 zurückerhalten, eben unseren Gesetzentwurf nicht bevorzugt haben. Diese Landesregierung wird also nicht als Partner der Kommunen wahrgenommen, sondern eher als Gegner. Beispielhaft möchte ich den geschäftsführenden Direktor des Hessischen Städtetages, Herrn Gieseler, zitieren. Auf meine Frage, Zitat, wären die Kommunalen Spitzenverbände unter der Voraussetzung, dass es zu einer entsprechenden Finanzierung der Anliegerbeiträge außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs käme, bereit, dem Gesetzentwurf der LINKEN näher zu treten, erfolgte folgende Antwort. Es ist interessant, wie stark und vehement man sich für die Beibehaltung eines Systems aussprechen kann, das den Bürger möglicherweise nicht zur Euphorie anregt. Allerdings sei gesagt, wir haben auch Lebenserfahrung im Umgang mit der Landesregierung und dem Land als solches gesammelt, wenn es um das Aushandeln von Geld angeht. Ich habe dann nochmals nachgefragt und erhielt eine weitere Antwort. Zitat: Wir kennen natürlich nicht nur die Lage der Kommunen. Es ist tatsächlich so, dass wir in Bezug auf Investitionen extrem ausgeblutet sind. Wir kennen die Haushaltslage des Landes. Die sieht momentan zwar ganz hübsch aus, aber so viel besser ist sie auch nicht. Von daher habe ich nicht die Erwartungshaltung, dass das Land Hessen im großen Stil Geld ausgeben wird, um eine Anliegerstraße zu bezahlen, auch wenn das wünschenswert wäre. Auch wenn das wünschenswert wäre, meine Damen und Herren. Zitat Ende. Das heißt doch aber, dass die Kommunalen Spitzenverbände, hier zumindest der Städtetag, dann für die Abschaffung der Straßenbeiträge wären, wenn diese Einnahmeausfälle vollständig ersetzt würden. Eben. Deshalb halte ich es für unseriös, wenn sich die Koalition immer noch auf die Ablehnung unseres Gesetzentwurfs durch alle Kommunalen Spitzenverbände beruft. Zudem gab es in der Anhörung durch eine Reihe von Kommunen und vor allem von den Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiativen eine breite Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Insbesondere von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die in dieser Anhörung eindrucksvoll beschrieben haben, mit welchen finanziellen Belastungen sie durch Straßensanierung zu kämpfen haben, wurde der FDP-Gesetzentwurf abgelehnt. 5 Jahre nach Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge kann man feststellen, dass diese Form der Beitragserhebung komplett gescheitert ist. Sie hat weder zu einer Entlastung der Betroffenen noch zu einer stärkeren Akzeptanz von Straßenbeiträgen geführt. Im Gegenteil. Der Widerstand gegen Straßenbeiträge wächst immer weiter. Ich sage Ihnen voraus, dieses Thema wird uns noch lange weiter begleiten, bis diese ungerechten Straßenbeiträge endlich abgeschafft sein werden. Unzählige Bürgerinitiativen haben sich Land auf, Land ab gegründet. Noch nie war der Widerstand gegen Straßenbeiträge so hoch wie in dieser Zeit. In anderen Bundesländern hat man die Zeichen der Zeit längst erkannt. In Hamburg, Berlin und zukünftig auch in Bayern gibt es Straßenbeiträge nicht mehr. In Baden-Württemberg wurden sie erst gar nicht eingeführt. Und auch in weiteren Bundesländern gibt es Bewegungen hin zu einer Abschaffung, wie z.B. in Thüringen und in Sachsen. Nicht allerdings in Hessen. Hier wird der Jamaika-Entwurf, eine halbherzige, um am Ende nicht funktionierende Kann-Regelung eingeführt, die zumindest wiederkehrende Straßenbeiträge massiv fördern soll. Für uns ist klar, wer bereits bei der Erstellung der Straßen vor ihrem Haus erhebliche Erschließungskosten gezahlt hat, muss nicht für die grundlegende Sanierung dieser bereits bezahlten Straße erneut herangezogen werden. Straßen sind, wie es die Berliner CDU ja schon seinerzeit bei der Abschaffung festgestellt hat, eine öffentliche Infrastruktur, und für diese muss der Staat selbst sorgen. Alles andere wäre reine Abzocke.
wo die Berliner CDU recht hat, hat sie recht. Im Laufe der Debatte hat sich herauskristallisiert, dass der zu erwartende Ausfallbetrag aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren bei zwischen 35 und 40 Millionen € pro Jahr liegen würde, die das Land den Kommunen zuweisen müsste. Erst in der vergangenen Woche hat Finanzminister Dr. Schäfer stolz verkündet, dass das Land Hessen in den kommenden Jahren etwa 290 Millionen € mehr erhalten wird als geschätzt. Diese Mehreinnahmen werden nun dank der Schuldenbremse zur Schuldentilgung genutzt, anstatt damit Investitionen in die Infrastruktur zu fördern. Es wäre angemessen gewesen, die Straßenbeiträge abzuschaffen und die für das Land Hessen überschaubare Summe, in welcher Form auch immer, den Kommunen zweckgebunden zusätzlich für die Sanierung von Straßen zur Verfügung zu stellen. Ob dies nun, wie von der SPD gefordert, über ein Finanzausgleichsgesetz oder über eine Art Infrastrukturfonds zu regeln ist, wäre mit den Betroffenen aus unserer Sicht zu klären. Wir hätten uns an dieser Stelle ganz auf den Einfallsreichtum der Landesregierung im Übrigen verlassen, die ja an anderer Stelle auch bei der Einrichtung neuer Fonds und Vermögen viel Kreativität zeigt. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei. Straßenbeiträge sind sozial ungerecht, sie schüren Wut bei den betroffenen Menschen, und sie sind darüber hinaus sogar hinderlich bei der Verbesserung der innerörtlichen Infrastruktur. Denn schauen Sie sich unsere Ortsstraßen einmal an. Da können Sie in vielen Orten nur noch Schlagloch-Minigolf spielen, wie z. B. in Offenbach. Darauf aber mit dem Fahrrad zu fahren, gilt als besonders gefahrengeneigt. Wir fordern Sie auf, machen Sie den Hamburgern, den Berlinern, den Bayern nach und beenden Sie diese unnötige Abzocke bei den Bürgerinnen und Bürgern. Nur unser Gesetzentwurf zeigt die rote Karte für die Straps. Darüber müssen wir weiter diskutieren. Und deshalb beantrage ich in Solidarität mit dem Wegstimmen des SPD-Gesetzentwurfs gestern hierfür die dritte Lesung. Vielen Dank, Kollege Schaus. Ich bitte doch in Zukunft um etwas mehr Rücksichtnahme, wenn ich hier oben sitze und Sie über Offenbachs Straßen reden. Nächster Redner ist Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Schaus und liebe Kollegen der LINKEN! Niemand folgt Ihrer Argumentation, denn niemand hat Ihrem Gesetzentwurf zugestimmt. Wenn ich die Beschlussempfehlung mir anschaue aus den beratenden Ausschüssen, sowohl aus dem entsprechenden Haushaltsausschuss wie aus dem Innenausschuss, haben CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP ihren Gesetzentwurf abgelehnt, weil es bessere Alternativen gibt. Und auch die Sozialdemokratie hat sich kraftvoll enthalten, weil auch sie nicht davon überzeugt war, dass ihr Weg, den Sie vorschlagen, der richtige Weg ist. Von daher stehen Sie auf Feld und Flur weit allein mit Ihrer Darstellung, dass Ihr Gesetzentwurf das Problem adäquat lösen würde. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab, weil es bessere Lösungen gibt, meine Damen und Herren. Und ich sage das nicht alleine. Sie haben ja schon selbst eingeräumt, dass alle kommunalen Spitzenverbände es ablehnen, dass die entsprechenden Straßenbeitragsgebühren abgeschafft werden. Das kann man nachlesen. Ich habe das gestern schon ausführlich dargestellt in den entsprechenden Verlautbarungen sowohl des Landkreistages wie auch bei der Äußerung von Zusammenkünften der parteiunabhängigen Bürgermeister. Kürzlich kam es am 24. Mai in einer Zeitung zu einer Äußerung der Bürgermeister aus dem Odenwald, die sich erfreut darüber erklären, dass sie die Initiative der Landesregierung begrüßen und die Kommunen selbst entscheiden können, wie künftig die Straßenbeiträge finanziert werden sollen. Sie finden also in der Tat viele, die sagen, wir haben ein System, das sich bewährt hat. Denn es ist ja nicht so, dass die Ungerechtigkeit Land auf Land ab allen halben zu spüren ist. Denn von 400
23 Kommunen in Hessen haben 80% dieser Kommunen einmalige Straßenbeiträge. Und 10% der Kommunen haben wiederkehrende Straßenbeiträge. Und lediglich 10% kommen derzeit noch ohne eine entsprechende Straßenbeitragssatzung aus. Und das passiert Land auf, Land ab, ohne allzu große Verwerfungen, wie Sie das hier darstellen. Denn die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, wenn man sich die entsprechenden Bescheide der letzten 3 Jahre einmal anschaut. Sie haben es genannt, Herr Kollege Schaus, dass die Summe der erhobenen Straßenbeiträge in den letzten 3 Jahren pro Jahr rund bei 38 Millionen € lag. Und durchschnittlich lagen die Beträge in jedem Fall bei einmaligen Beiträgen bei 4.600 € und bei wiederkehrenden Straßenbeiträgen bei 200 €. Das sind durchaus Summen, die natürlich eine Belastung sind für den jeweiligen betroffenen Hauseigentümer oder entsprechenden Grundstücksanteilseigner. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, Eigentum verpflichtet. Und wo kommen wir denn dahin, wenn man nicht dafür Sorge tragen würde, dass die Werthaltigkeit seiner eigenen Immobilie auch gesteigert wird durch eine entsprechende ordentliche Erschließung in seinem unmittelbaren Umfeld? Und wir haben verschiedene Wege aufgezeigt, wie wir das Problem lösen können. Das sind die Erleichterungen bei den Zahlungen von Einmalbeiträgen durch die entsprechende Gewährleistung von längeren Fristen. Ratenzahlungen von bis zu 20 Jahren ist hier ein adäquater Weg. Auch die Absenkung des Verzinsungssatzes für die Restschuld von weniger als den entsprechenden genannten Prozentsätzen auf ein marktübliches Niveau, weil der Zinssatz derzeit sehr niedrig ist, ist eine Entlastung für Menschen, die diese Raten zahlen müssen. Und wir sind auch gewillt, dafür zu sorgen, dass wir die Alternative, die in der Vergangenheit von vielen hier im Hause als ein guter Weg angesehen worden ist, nämlich die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen, zu unterstützen. Denn in der Tat hat die Anhörung 1 gezeigt, viele Kommunen würden das System gerne ändern, weil die Finanzierung auf mehreren Schultern sicherlich solidarischer, gerechter ist und zu weitaus geringeren Beitragsbelastungen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger führt. Ganz klar, bei einem Durchschnittssatz von 200 € pro Jahr lässt sich so etwas viel leichter finanzieren. Es ist solidarischer und damit auch gerechter. Und deshalb werden wir die Einführung von sogenannten Abrechnungsbezirken vereinfachen. Wir werden die Auflage streichen, dass ein funktionaler Zusammenhalt geboten sein muss für die Abrechnungsgebiete. Und wir werden auch dafür sorgen, dass die Umstellungskosten pauschal mit 5 € pro Einwohner mindestens 20.000 € pro Abrechnungsgebiet unterstützt wird. Das ist ein guter Weg zur Verbesserung des Systems insgesamt. Denn wir wollen keinen Systemwechsel. Wir wollen das bewährte System, das 50, 60 Jahre in vielen Städten und Gemeinden gut funktioniert hat, stärken und aufrechterhalten. Und eins wollen wir schon einmal gar nicht. Wir wollen keine Bevormundung der Städte und Gemeinden. Wir wollen die kommunale Selbstverwaltung stärken. Wir wollen Freiheitsmöglichkeiten einräumen. Die Kommunen vor Ort sollen und können selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie Straßenausbaubeiträge erheben wollen. Das ist nach unserer Auffassung der richtige Weg. Und deshalb lehnen wir nach wie vor Ihren Weg der Argumentation, im Himmel ist Jahrmarkt, es ist egal, wer es bezahlt, Hauptsache der Bürger wird nicht belastet. Das ist kein seriöser Weg, das kann nur die Linkspartei fordern. Am Endeffekt muss es ja jemand zahlen, Herr Kollege Schaus. Es ist doch ganz klar, es kann doch nur derjenige zahlen. Es ist Steuergeld, was aufgewandt wird. Und wenn das nicht die Kommune zahlt, dann muss es das Land zahlen. Und an der Stelle, wie es finanziert wird, sind das alles Steuergelder, die an der einen Stelle weggenommen werden müssen, um an anderer Stelle diese Leistung zu finanzieren. Sie haben dieses System in der Vergangenheit mitgetragen. Wir sind der Auffassung, dass es sich bewährt hat und wird mit unseren Vorschlägen weiter verbessert. Dementsprechend werden wir Ihren Vorschlag sowohl in der zweiten wie auch in der jetzt von Ihnen beantragten dritten Lesung entsprechend ablehnen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe bei Herrn Bauer immer noch nicht so direkt herausgehört, dass das Thema Straßenausbaubeiträge die Bürgerinnen und Bürger berührt. Das ist ja auch alles kein Problem. Und letztlich reduziert sich das bei Ihnen auf die These, Eigentum verpflichtet. Das ist natürlich eine interessante Darstellung. Dann scheinen Sie offensichtlich die Stimmung in vielen hessischen Städten und Gemeinden nicht wahrzunehmen. Ich glaube, Sie haben ein Wahrnehmungsproblem, aber das ist Ihr Problem und nicht unseres, um das auch einmal sehr deutlich zu sagen. Das ist nicht mein Problem. Das stellen wir ja schon öfters fest, dass die CDU nah an der Wirklichkeit und gelegentlich ganz weit weg ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf der LINKEN fordert die Abschaffung. Ja, Herr Boddenberg, Sie wissen immer alles. Sie können alles, und Schwarz-Grün macht auch keine Fehler. Völlig klar, damit das auch im Protokoll des Hessischen Landtags steht. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der LINKEN fordert die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das können wir mittragen.
Was wir allerdings festgestellt haben, und deswegen haben wir uns enthalten, Sie haben nichts zur Finanzierung gesagt. Weil, wenn eine Straße marode ist, instand gesetzt werden muss, kann man das machen wie teilweise bei Landesstraßen, Herr Schaus. Dann stellt man Schilder auf wegen Gefahren oder Schlaglöchern Tempo 30 oder 20. Das ist eine beliebte Masche von Hessenmobil. Das könnte man machen. Aber irgendwann ist die Straße fällig. Sie muss saniert werden. Die Kommune braucht dafür auch das Geld. Und deswegen haben wir einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, der ja gestern kraftvoll in erster Lesung abgelehnt wurde, nach dem Motto von Schwarz und Grün, wenn wir das jetzt ablehnen, ist das Thema vom Tisch. Das ist ein bisschen naiv, ein bisschen kindisch, wie wir alle gemeinsam ja wissen, aber man hat es trotzdem mit der Mehrheit gemacht. Nein, bei Ihnen fehlt der Finanzierungsvorschlag, deswegen bleibt es bei uns auch bei der Enthaltung. Das Problem ist da. Was haben die Stadtverordneten, die Gemeindevertreter in Nofelden beispielsweise entschieden? Übrigens mit Stimmen der CDU, Abschaffung von Straßen. Ausbaubeiträgen. Was hat übrigens die Stadtverordnetenversammlung von Homberg-Ohm beschlossen? Nach meinem Kenntnisstand sogar mit Stimmen der GRÜNEN. Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Das ist eine Diskussion quer durch alle Fraktionen kommunaler Fraktionen vor Ort. Das ist ein Thema, das die Menschen bewegt und die Verantwortung. Selbst in Neuansbach mit einem guten Bürgermeister, und da hat ja auch die CDU keine Mehrheit mehr, da ist das natürlich auch möglich, Herr Kollege Schaus. Deswegen ist das Thema Straßenausbaubeiträge eines, was die Menschen berührt. Wir haben auf die gestrige Diskussion noch eine Menge an Rückmeldungen. Die Leute sind entsetzt, wie CDU und GRÜNE mit dem Thema umgehen, nach dem Motto, wir schieben das einmal der kommunalen Ebene zu, und die Spitzenverbände wollen das nicht. Meine Damen und Herren, wie oft machen Sie nicht das, was die Spitzenverbände wollen? Wie oft machen Sie nicht das, was die Spitzenverbände wollen? Und im Übrigen war das bei der Anhörung relativ deutlich, dass auch Bürgermeister gesagt haben, das, was die Geschäftsführer der Spitzenverbände vertreten, ist nicht die Meinung vor Ort. Das ist durchaus kein Widerspruch, sondern das ist gelebte Realität in diesem Land. Und deswegen ist das ein Argument, was Sie hilfsweise heranziehen. Nein, Sie haben sich entschieden. Sie stellen fest, es gibt eigentlich kein großes Problem. Und wenn es ein Problem gibt, dann ist das gefälligst vor Ort zu lösen. Der Innenminister erdreist sich ja zu der Aussage, das, was in dem Maßnahmenpaket von Ihnen steht, sei eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Man kann es auch anders formulieren, realistischer. Sie schieben die Verantwortung ab, weil, wenn der Gebührenbescheid dann kommt, der Bescheid über die Hebung von Straßenausbaubeträgen, steht nicht drin, das Land Hessen, sondern die jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung ist verantwortlich, so wie Sie das bei anderen Maßnahmen gerne machen. Sie drücken die Verantwortung auf die unterste Ebene. Die Verwaltungen und die ehrenamtlich Tätigen sollen nachher die Prügel der entzürnten Bürger bekommen. Und das ist der falsche Ansatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen werden Sie, auch wenn der Gesetzentwurf dann in dritter Lesung, ich wollte warten, bis der Innenminister die Gespräche beendet hat, damit ich nicht störe. Ja, das müssen Sie aber nicht machen, wenn hier vorne geredet wird, sondern er hat sich schon darum gekümmert, Herr Staatsminister. Und deswegen wird die Diskussion natürlich weitergehen. Nach der Diskussion heute werden wir dann in einer nächsten Tagesordnung. Ist doch hingekommen. Das Mikro ist aus. Ja, jetzt scheint es an zu sein. Wir werden die Diskussion doch weiterführen. Wer glaubt denn ernsthaft in diesem Hause, dass mit der Verabschiedung des Maßnahmenpaketes einer Mehrheit die Diskussion im Lande beendet? Ist doch naiv, ist doch kindisch. Die Diskussion geht doch weiter. Und ich werde nachher in dem nächsten Tagesordnungspunkt bei der dritten Lesung dann noch etwas sagen zur Finanzierung. Weil das, was gestern an grünen Anmärchen erzählt wurde vom Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN, das ist noch nicht einmal nah an der Wahrheit vorbei, das ist gänzlich an der Wahrheit vorbei. Es sind grüne Anmärchen, die hier erzählt werden, wie das finanziert werden soll. Und deswegen, das einzige Manko, was der Gesetzentwurf der LINKEN beinhaltet, ist kein Finanzierungsvorschlag. Aber selbst wenn Sie einen gemacht hätten, hätten Sie den abgelehnt. Das ist doch wie bei der SPD. Das heißt, egal was Opposition, SPD, LINKE bei dem Thema haben, Sie hätten es eh abgelehnt. Deswegen können Sie die Krokodilstränen an der Stelle sparen. Wir werden uns enthalten, weil der Ansatz Abschaffung der Beiträge nach unserer Auffassung richtig und konsequent ist. Wir hatten einen detaillierten Vorschlag, der ist gestern abgelehnt worden. Das Thema ist nicht vom Tisch, die Diskussion ist nicht vom Tisch, die Wut der Bürgerinnen und Bürger ist nicht vom Tisch, und die wissen auch, wer sich gestern wie verhalten hat. Und Ihr Maßnahmenpaket entlastet die Bürgerinnen und Bürger um nicht einen Euro. Und das ist der falsche Ansatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Hahn, FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn eine Fraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, so gehört es sich, dass jede Fraktion hier vom Pult aus auch die eigene Meinung kundtut. Deshalb habe ich mich gemeldet. Es ist aber keine Pflicht, alles zehnmal zu wiederholen, was man von diesem Pult aus schon gesagt hat. Das wäre das elfte Mal jetzt, wenn ich die Position der FDP Ihnen noch einmal schildern würde. Sie kennen sie ja, die Position der FDP. Sie ist ja jetzt auch in einem gemeinsamen Beschluss mit der CDU und den GRÜNEN zur Vorbereitung der dritten Lesung in wenigen Stunden vorgelegt worden. Das ist die faire Lösung. Das ist die in unserem Staatsaufbau vernünftige Lösung. To whom it may concern. Die Gemeindestraße ist nun einmal eine Gemeindestraße. Es war falsch gewesen, dass das Land gemeint hat, den Gemeinden vorzuschreiben, sie müssen eine Straßenbeitragssatzung einrichten. Es ist aber genauso falsch, den Kommunen vorzutragen, sie dürfen keine einführen. Das ist der sozialistische Ansatz der Grünen, der Linken. Ich verstehe auch nicht die Argumentation. Sie tun so, als wenn Sie die Bürger entlasten würden. Das hat ja der Kollege Rudolph eben auch gemacht. Ich weiß nicht, was für eine Gedankenwelt Sie haben. Ob das nun der Bund bezahlt, ob es das Land bezahlt, ob es die Kommunen bezahlen, vielen Dank, ob es Europa bezahlt, es zahlt immer der Bürger. Es zahlt immer der Bürger. Wie kann man diese abstruse Idee haben, dass auf einmal, wenn man sagt, das zahlt das Land, dass das dann nicht der Bürger ist? Doch, es ist immer der Bürger. Es ist vielleicht ein bisschen abstrakter. Manche verstehen es, manche verstehen es weniger. Und eine letzte Bemerkung, Herr Kollege Rudolph. Ich fasse es nicht. Sie haben jetzt eben zwei Kommunen vorgetragen. Loma war dabei gewesen oder irgendeines, die beschlossen hätten, dass die Straßenbeitragssatzung abgeschafft werden soll. Ja, Sie können ab der Verkündung des Urteils im Staatsanzeiger Ihre Straßenbeitragssatzung abschaffen. Sie können das ganz alleine machen. Jedenfalls, ich darf Ihnen sagen, dass in allen Kommunen, in fast allen Kommunen, in denen die FDP im Parlament vertreten ist und wo es eine Straßenbeitragssatzung gibt, der Antrag nunmehr gestellt wird, dass die Kommunen vor Ort Manns und Frau genug sind, ihre eigene Straßenbeitragssatzung aufzuheben. Das ist verantwortliche Kommunalpolitik und nicht von oben nach unten. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Als Nächste spricht Kollegin Goldbach, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten jetzt in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der LINKEN. Wir haben den auch schon zum Thema in den Anhörungen gehabt. Ich möchte kurz begründen, warum wir ihn auch heute ablehnen werden. Grundsatz aller politischen Entscheidungen muss sein, dass sie gemeinwohlorientiert sind. Ich glaube, da sind wir uns schon einmal einig. Wenn es jetzt aber um kommunale Pflichtaufgaben geht, wie die grundhafte Sanierung von Straßen, dann entscheidet die Gemeinschaft vor Ort, die Gemeinde, wie eine gemeinwohlorientierte Lösung aussieht, um die Straßen zu erneuern, wie die Finanzierung aussieht. Und unsere Aufgabe als Landesgesetzgeber ist es, ausschließlich den Rahmen für die kommunalen Entscheidungen zu schaffen. Also, die Kommune entscheidet Satzung ja oder nein, einmalige oder wiederkehrende Beiträge, Finanzierung überhaupt über Beiträge oder über die Grundsteuer. Und wenn wir uns den Gesetzentwurf der LINKEN jetzt anschauen, dann wollen die etwas ganz anderes. Die wollen keine Entscheidungsspielräume schaffen oder einen Rahmen gestalten für die Kommunen, sondern sie wollen den Kommunen etwas verbieten. Sie wollen sie zwingen, bestehende Satzungen abzuschaffen. 389 Kommunen würden gezwungen, ihre Satzungen, die bestehen. Und man muss mal sagen, um das auch anzuerkennen, in vielen Kommunen funktioniert das ja sehr gut, in einem engen Austausch mit Anliegern, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Straßenbeitragssatzungen, diese Finanzierung über Straßenbeiträge. Also die würde man zwingen, sie abzuschaffen. Sie sagen immer, Herr Schaus, es ist staatliche Infrastruktur, richtig. Deswegen muss es auch eine staatliche Finanzierung dazu geben. Die Frage ist aber doch, welche staatliche Ebene ist es hier, über die wir reden, und welche ist verantwortlich?
Und wenn man Sie reden hört, dann hört sich das so an wie l'état c'est moi, also der linken Absolutismus. Sind Sie das? Ist das nur das Land? Nein, wir haben hier die staatliche Ebene Gemeinde. Darauf müssen wir eben immer wieder kommen, und die entscheiden am Ende. Es ist leicht, Versprechungen zu machen, von denen man weiß, dass man sie niemals wird einlösen müssen. Es ist viel schwerer, Lösungen zu finden und zu wählen, die nicht von allen geliebt werden, und sich der Kritik auszusetzen, die dann kommt, aber in dem Bewusstsein, eine vernünftige, den Kommunen gerecht werdende Lösung zu finden und zu schaffen. Das ist verantwortungsvolle Regierungsarbeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung lehnt den Gesetzentwurf der LINKEN ab. Sie hat ihn bereits mittlerweile zwei Debatten, nunmehr in der dritten Debatte, begründet, dass sie den Gesetzentwurf von FDP, CDU und GRÜNEN annehmen wird, den wir in vier Tagesordnungspunkten diskutieren werden. Das wird das vierte Mal sein, dass wir über Straßenausbaubeiträge diskutieren. Deswegen kann ich mich den Wortbeiträgen der Koalitionsredner und dem FDP-Redner hier anschließen und es kurz machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dritte Lesung für den Gesetzentwurf ist beantragt. Also wird der Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 13 zur Vorbereitung der dritten Lesung in den INA überwiesen.